Das Bauchgefühl ist beim Kennenlernen und bei der Partnersuche so eine Sache. Auf der einen Seite warnt es uns davor, wenn irgendetwas nicht wirklich funktioniert, aber auf der anderen Seite kriegen wir manchmal auch komische Signale, wenn was passen könnte. Wir wissen aber nicht so wirklich, ob wir uns vertrauen, weil es vielleicht anders ist als das, was wir bis jetzt kannten. Es ist total wichtig, dass wir lernen, das Bauchgefühl wahrzunehmen, richtig zu interpretieren, denn wenn wir das falsch tun oder es nicht tun, dann kann es sein, dass wir anfangen, mit uns selber zu diskutieren und zu argumentieren und dann haben wir meistens verloren, denn dann können wir uns Sachen schönreden oder schlechtreden, obwohl sie es gar nicht so wirklich sind und das wäre total schade. Und deshalb gucken wir uns in diesem Video drei Dinge an. Als erstes gucken wir uns an, wie du es erkennst, wenn dein Bauchgefühl sich zu Wort meldet. Ja, also wie du das wirklich wahrnehmen kannst. Als zweites gucken wir uns an, wie du unterscheiden kannst, ob dein Bauchgefühl dich gerade vor etwas warnen möchte, was nicht wirklich funktioniert, oder ob es dir gerade in irgendeiner Form reingrätscht, obwohl es gar nicht wirklich sein müsste und dich daran hindert, etwas zu tun, was eigentlich ganz gut wäre. Und als drittes gucken wir uns an, wie du dein Bauchgefühl als richtig coolen, starken Verbündeten ja, trainieren und wahrnehmen kannst, damit es dir bei der Partnersuche wirklich richtig gut hilft. Herzlich willkommen an mein Single Coaching. Mein Name ist Dana und schon viele Jahre unterstütze ich Menschen dabei, einen Partner zu finden, der wirklich zu ihnen passt und sich den Weg dahin so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten. Auf dem Kanal findest du dazu ganz viele unterschiedliche Videos. Abonnier den, wenn du das noch nicht getan hast. Immer mittwochs und samstags gibt es neue Videos, die du dir dazu angucken kannst. Das Thema mit dem Bauchgefühl ist so ein etwas schwammiges, weil das Bauchgefühl eben genau das ist. Es ist so ein Gefühl und wir können es nicht so wirklich greifen. Wir können es oft nicht wirklich genau sagen, was es ist, aber wir merken, dass irgendetwas nicht stimmt oder dass irgendetwas komisch ist, dass irgendetwas anders ist. Und ich würde dich wirklich dazu einladen, wenn es darum geht, dass du dein Bauchgefühl wahrnehmen möchtest, wenn es da ist, beobachte dich, beobachte deinen Körper, beobachte deine Stimmung. Denn oft ist es so, wenn sich unser Bauchgefühl zu Wort meldet, aus welchem Grund auch immer, weil es uns vor uns warnen möchte, weil irgendwas komisch ist, weil irgendwas total Tolles ist, wo wir einfach für brennen, es verändert sich etwas. Unser Gemütszustand verändert sich, wir merken, dass wir aufgeregter oder hibbeliger werden oder dass wir ganz still werden und ruhig, dass wir nicht so wirklich wissen, was es ist, je nachdem, ob jetzt positiv oder negativ, geht es in zwei unterschiedliche Richtungen. Aber gerade wenn es beim Kennenlernen in die Richtung geht, dass irgendetwas nicht wirklich passt, dass irgendetwas nicht funktioniert, dann werden wir auf eine gewisse Art und Weise nachdenklich. Wir fangen an zu zweifeln, vielleicht hast du mehr Gedankenkarussell als sonst, du stellst dir mehr Fragen, vielleicht kannst du nicht wirklich schlafen, nachts geht dir alles Mögliche durch den Kopf. Vielleicht bist du auch müder als sonst, denn diese inneren Gespräche, die kosten unheimlich viel Energie und saugen uns förmlich aus, dass es dann ja Müdigkeit bis hin auch zur Erschöpfung gehen kann, was natürlich dann richtig heftig ist. Aber du merkst einfach, hey, irgendwie bin ich fertig, irgendwas ist gerade. Manchmal ist es auch so, dass ich merke das bei mir total, dass ich mein Blickfeld dann einschränkt, dass ich das Gefühl habe, ich kann wirklich gar nicht offen nach rechts und links schauen. Das merke ich bei mir, wenn mein Bauchgefühl, wenn da irgendwas ist, was in mir arbeitet. Von daher lerne dich an dieser Stelle wirklich wahrzunehmen, zu spüren, wenn du das Gefühl hast, dass irgendetwas ist, was nicht stimmt, was anders ist. Und das ist wirklich der erste Schritt, das wahrzunehmen, das zu merken, hey, irgendwas ist hier gerade. Und dann geht es darum, dass wir genau hingucken. Wenn du jetzt verstehen möchtest, was dein Bauchgefühl dir genau sagen möchte, ob es dich gerade vor etwas warnt oder ob es ein, ich weiß nicht genau, wo es hingeht, fühlt sich komisch an. Wenn du das verstehen möchtest, dann guck doch, ob es dir gelingt, einmal aus der Situation bildlich rauszugehen und dich so ein Stück weit von außen zu beobachten, dir die Situation von außen anzugucken. Was ist es für eine Situation? Und ist es gerade potenziell gefährlich? Lauert da irgendeine Gefahr? Ja, ist da etwas, was in eine Richtung geht, dass die Partnerschaft nicht so wirklich
funktioniert, was komisch sein könnte, was später mit zu einem Trennungsgrund führen könnte. Ist da etwas wirklich, was dich warnt? Oder ist es vielleicht ein, das fühlt sich gerade anders an als sonst, ich kann es nicht wirklich einordnen, könnte gut sein, könnte nicht gut sein, ich weiß es nicht so wirklich, ich kann es nicht wirklich greifen. Das sind oft diese zwei Richtungen, aus denen es kommt, wenn unser Bauchgefühl sich einschaltet und etwas Alarmierendes bei der Partnersuche von sich gibt. Und es ist total wichtig, dass du das erstmal wahrnimmst, dass da so etwas ist und dass du dann guckst, aus welcher Richtung das kommt. Denn dann kannst du das Ganze auch ganz anders einschätzen. Und das ist ja letztendlich das, was du möchtest. Denn du möchtest beim Kennenlernen in eine Partnerschaft reingehen, die langfristig ist, die dauerhaft ist. Und dafür musst du es dir angucken und du musst es überprüfen beim Kennenlernen. Und da ist dein Bauchgefühl einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Verbündeter. Denn unbewusst nehmen wir einfach so viel mehr Sachen wahr als das, was wir bewusst sehen und erfragen können. Wir brauchen unser Bauchgefühl dafür. Aber wir müssen diese Signale eben wirklich deuten können. Und da einen Schritt zurückzutreten, kann dir dabei helfen, dass du das Ganze klarer siehst. So, jetzt gucken wir uns gleich den dritten Punkt an, und zwar, wie du es schaffst, dass du dein Bauchgefühl zu einem richtig, richtig starken Verbündeten machen kannst. Denn damit machst du dir den Prozess der Partnersuche so, so, so viel leichter. Wenn du dir diese Checkliste mit den 7 häufigsten Fehlern bei der Partnersuche noch nicht runtergeladen hast, dann tu das. Unten in der Beschreibung findest du den Link dazu, da kannst du sie dir kostenfrei auf unserer Seite runterladen. Denn oft haben diese Fehler bei der Partnersuche genau etwas mit diesen unbewussten und Wissenslücken zu tun, dass wir in etwas reinschlittern, was nicht so wirklich funktioniert. Und dieser dritte Punkt mit dem Bauchgefühl als Verbündeten machen, das hat nämlich tatsächlich etwas mit diesem Wissen zu tun. Denn du musst einen Weg finden, dass dein Kopf und dein Bauch dir das Gleiche sagen und dass die beiden im Einklang sind. In dem Moment, in dem dein Bauch dir noch etwas sagt und dein Kopf das nicht versteht, ist da eine Diskrepanz. Und in diesem Moment ist da eine, du wirst es merken, da ist eine Unsicherheit und ein Unwohlsein und du weißt nicht so wirklich genau, wie du es deuten kannst. Und das hat immer irgendetwas mit, irgendeine Gefahr, irgendwie muss ich hier aufpassen, irgendwas ist hier komisch oder hier ist irgendein unbewusstes Muster, was mir gerade um die Ohren fliegt. Irgendwas ist hier gerade, was nicht wirklich funktioniert. Du musst es schaffen, Kopf und Bauch in Einklang miteinander zu bringen, dafür, dass du dann eine klare Aussage und ein klares Gefühl hast. Denn dann hast du eine ganz andere Sicherheit und eine ganz andere Selbstverständlichkeit, mit der du nach vorne gehen kannst. Und dann kannst du aus einem ganz klaren Gefühl und auch Wissen heraus Ja oder Nein sagen. Dann hast du ein Gefühl von, will ich mich nochmal treffen, will ich mich nicht nochmal treffen. Dann hast du ein Gefühl von, kann es weitergehen, kann es nicht weitergehen. Dann hast du eine ganz andere Aussage, eine ganz andere Haltung dahinter und ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit. Und das ist das, was du wirklich haben möchtest bei der Partnersuche, bei der Partnerwahl. Denn du möchtest bewusst eine Wahl treffen, denn diese Partnerschaft soll ja wirklich langfristig sein. Du willst nicht was Kurzes, du willst was Langes haben. Und du entscheidest dich nicht für ein paar Winterstiefel oder für irgendeinen Mantel oder für irgendein Auto. Das sind Sachen, die kannst du wechseln und tauschen, wenn du es dann doch nicht mehr magst. Den Partner willst du nicht wirklich wechseln und tauschen. Natürlich gibt es die Möglichkeiten, die Chancen, aber du willst es nicht wirklich. Das heißt, dass du gerade zu Beginn, dass es da so wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen, die wirklich fundiert ist, die eine gute Entscheidung ist, damit du dann im Nachgang ein Resultat hast, eine Partnerschaft, die sich wirklich, wirklich stimmig anfühlt. Und im Online-Workshop bekommst du dafür die ganzen Werkzeuge, dass du das tun kannst oder diese Checkliste, da hast du auch schon ganz, ganz viel in der Hand. Ich wünsche dir alles Gute, mach dir diesen Weg so angenehm wie möglich, damit du eine wirklich, wirklich gute Partnerwahl treffen kannst.